Besonders bedanken muss und möchte ich mich bei meiner Fraktion, die mich erneut für dieses Amt vorgeschlagen hat, obwohl sie weiß und damit rechnen muss, dass mein Verständnis der damit verbundenen Aufgaben in den eigenen Reihen nicht immer stürmische Begeisterung erzeugt. Also mit vorläufiger Zeitplan ist selbstverständlich gemeint die Sitzungswochen des Bundestages im Jahre 2014. Dazu gibt es eine Wortmeldung. Herr Kollege Gysi. Herr Präsident, ich missbrauche die Wortmeldung natürlich nicht dazu, aber es geht eins nicht, dass Sie am vergangenen Samstag 65 Jahre alt geworden sind und das hier nicht erwähnt wird. Meine herzlichen Glückwünsche, ich glaube, im Namen des ganzen Hauses. Herr Kollege Gysi, ich bedanke mich sehr. Es wäre natürlich schon gegangen. Und im Unterschied zu manchem anderen bestünde hierfür keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit. Umso mehr beeindruckt mich Ihre Kurzintervention, wenn wir das während der Legislaturperiode auf diesem Niveau durchhalten könnten, wäre das ja schon mal eine Perspektive. Ich mache Sie gleich zu Beginn darauf aufmerksam, dass ich keine Aussicht sehe, das Material auch nur annähernd vollständig vorzutragen, Herr Kollege. Herr Lammert, ich habe befürchtet, dass Sie mir die Eingangspointe nehmen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, ich werde das nicht alles vorlesen, denn der Vorlesetag war ja vor 3 Wochen und da war ich in einem, ich hätte jetzt fast gesagt, anderen Kindergarten, in einem Kindergarten. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich wollte darauf hinweisen, dass ich schon die eine oder andere Rede in diesem Hause gehalten habe. Aber die Rede zur Landwirtschaftspolitik, heute zu diesem Gesetz, meine erste in dieser Zuständigkeit ist. Und mich insofern mit den Redebeginnern und Erstrednern sehr verbunden fühle. Herr Minister, das Präsidium verfolgt das deswegen natürlich auch mit besonderer Aufmerksamkeit. Ich kann Ihnen trotzdem den Bonus für Erstredner nicht in Aussicht stellen, den im Übrigen das Präsidium gelegentlich gewährt. Aber, Herr Präsident, herzlichen Dank. Man versucht es doch immer wieder. Frau Kollegin Bahler, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag. Auch zu dem seltenen Kunststück, beim ersten Mal mit der knappen Redezeit nicht nur ausgekommen zu sein, sondern eine virtuelle Reserve angelegt zu haben, was ich allen weiteren Rednern als leuchtendes Beispiel für die Legislaturperiode empfehlen möchte. Hier blinkt der Präsident. Also der Präsident blinkt nie. Gelegentlich blinkt da vorne die entsprechende Lampe. Das ist in diesem Falle aber fehlerhaft und wird sofort abgestellt. Bitte, wenn Sie mir eine Frage stellen wollen, meine Redezeit ist so kurz, da freue ich mich. Naja, ein bisschen mitwirken muss ich daran wohl auch noch. Aber wenn es schon bei ansonsten erkennbaren Differenzen mindestens in dieser Frage Einvernehmen zwischen Koalition und Opposition gibt, will ich dem nicht im Wege stehen. Bitte schön. Frau Kollegin, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ja, gern. Geht es von meiner Redezeit ab? Nein, um Gottes Willen, solange sich das in halbwegs überschaubarem Rahmen hält. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, der letzte Punkt. Ich bin noch nicht fertig, Herr Gamke. Sie haben ja so viele Chancen gegeben. Aber ich bin damit fertig, Herr Kollege Michelbach. Herr Präsident. Weil der Versuch zu durchsichtig ist, bei solchen Gelegenheiten die Redezeiten zu verdoppeln. Ja. Also Herr Gamke, Sie dürfen sich setzen und der Kollege Michelbach ist nicht daran gehindert, entweder das zu sagen, was er ohnehin sagen wollte, oder sich weiter intensiv mit Ihnen zu beschäftigen. Herr Präsident, Sie in Ihrer unermesslichen Weisheit, da höre ich natürlich sofort dazu und ich mache das natürlich auch gerne. Kollege Mattfeld. Ich habe noch 3 Minuten und deswegen werde ich noch ein klein bisschen was zur Energiepolitik sagen. Wir brauchen eine konsistente Energiepolitik. Können wir mal gerade einen Zeitabgleich machen, wo die 3 Minuten herkommen sollen? Wir brauchen eine konsistente Energiepolitik, die dazu führt, dass wir sicher,
zuverlässig, zu jeder Zeit preiswert Energie zur Verfügung stellen können und die natürlich ökologisch selbstverständlich gefördert werden sollte. Aus prima, ich krieg noch Zeit. Nee. Nach abgelaufener Redezeit gibt es auch keine Zusatzfragen. Dann kann ich nur sagen, wir werden an dieser Energiepolitik intensiv arbeiten müssen. Ja, also. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch gemeinsam schaffen. Das sage ich im Übrigen auch, ich bin noch nicht fertig, ich bin immer noch bei Beantwortung seiner Frage. Ja, aber Herr Kollege Pfeiffer, Sie werden völlig zu Recht vermuten, dass ich nicht die Absicht habe, Ihre Redezeit auf diese Weise zu verdoppeln. Also wenn Sie jetzt noch einen schönen Schlusssatz zu der Frage des Kollegen Gamke sagen, dann läuft die Uhr wieder. Okay, also, lass uns mal über die Chancen reden. Michael Fuchs hat ein paar Punkte schon angesprochen. Ja, das wird aber jetzt nicht mehr gehen, Herr Kollege Pfeiffer. Vielleicht gibt es noch eine Zwischenfrage zu den Chlorhühnchen. Dann könnte ich da noch was dazu sagen. Das tut ja immer die Frau Künast gerne verwenden. Da muss ich das leider an anderer Stelle erläutern. Nämlich auch für die Chlorhühnchen ist die TTIP die Chance und die Lösung und nicht die Gefahr, weil es nach der WTO-Situation aktuell zu anderen Lösungen kommen wird. Und wenn wir dort Standards vereinbaren können, dann haben wir auch da die Chance, das besser umzusetzen. Aber das muss wohl einer Rede an anderer Stelle zu anderer Zeit noch vorbehalten werden. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja. Jetzt muss ich mal erklären der Bevölkerung, wie das aussieht. Also, Sie müssen sich dabei jetzt ein bisschen beeilen, Herr Gysi, nicht? Eigentlich besteht dafür nämlich gar keine Zeit mehr. Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das ab. Sie können, Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen. Dann hätten Sie die nötige Zeit. Herr Riesenhuber, könnten Sie gelegentlich mal einen Blick auf die Uhr? Das irritiert mich nur. Das habe ich voll gedacht. Ja. Nach diesem zarten Hinweis des Präsidenten, den ich hier gerne auch an diesem festlichen Tag einer harmonischen Debatte aufnehme, möchte ich nur noch mal eines festhalten. Wenn wir die Menschen in der gleichen Fröhlichkeit mitnehmen, indem wir heute über alle Parteien weg im Deutschen Bundestag mit unterschiedlichen Standpunkten, aber mit dem gleichen Ziel, das Beste für Deutschland zu erreichen, diskutieren, wenn wir sie mitnehmen in dem Wissen, dass das, was wir machen, vernünftig ist, mit fröhlichem Geist und Entschlossenheit fürs Ziel, wenn wir dann gemeinsam aufbrechen, dann jenseits jeder Strategie werden wir in einem fröhlichen Volk erfolgreich arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird Ihnen möglicherweise ähnlich gegangen sein wie mir, dass ich zwischenzeitlich gedacht habe, wir könnten viel Redezeit sparen, wenn wir bei bestimmten Tagesordnungspunkten den Kollegen Riesenhuber bäten, diesen Punkt zu erläutern, mögliche Einwände als gut begründet, aber erfreulicherweise gegenstandslos darzustellen, um am Ende dem Parlament eine glanzvolle Debatte zu bestätigen. Vielleicht auch als Anregung für die parlamentarischen Geschäftsführer bei der Gestaltung weiterer Tagesordnungspunkte. Und nun bekommt als krönender Höhepunkt dieser Debatte der Kollege Rainer Spiering das Wort.